Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass es im Studium und eigentlich sollte jeder wirklich die Möglichkeit haben, einen Freiraum zu bekommen, wo er sein kreatives Potenzial entfalten kann, wo er eine Struktur vorfindet, wo er wirklich wieder in dieses ganz Freidenken kommt, wo er seine Leidenschaften entdeckt und aus diesen Leidenschaften zusammen mit anderen wirklich ganz konkret, praktisch an den riesigen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft ja hat. Also wir stehen ja vor einem Berg an Herausforderungen, die wir wirklich als Gesellschaft lösen müssen. Ich glaube, in Studierenden, die sind die Entscheidungsträger von morgen, die diffundieren danach in die gesamte Gesellschaft rein. Und dass die Hochschule wirklich so ein Raum ist, wo man sich ausprobieren kann und wo man lernt, wirklich ganz konkret Probleme zu lösen, zusammen mit anderen. Das ist das, was man nachher immer brauchen wird. Genau, das Wichtigste ist, dass halt also diese Diversität von Leuten aufeinander trifft, also dass wirklich unterschiedlichste Leute gemeinsam an Ideen und Projekten arbeitet, dass das in einem Umfeld passiert, der wenig vorstrukturiert ist, also der wirklich sehr, 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 sehr frei ist, wo das freie Denken möglich ist, wo Räume, wo man auf andere Leute trifft, die auch ganz aktiv sind, die engagiert sind, die tolle Dinge tun, von denen man inspiriert wird, wo man die Möglichkeit hat, Dinge zu machen, also dieses ins Machen kommen, Dinge auszuprobieren, Dinge anzutesten, auszufeilen, wieder über den Haufen zu werfen, zu scheitern, daraus zu lernen, solche Räume zu schaffen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und jetzt hier auf der Veranstaltung waren unheimlich inspirierende Menschen, die genau das auch wollen und das so zu fühlen, dass man irgendwie ein gemeinsames Mindset hat und gemeinsame Dinge auf den Weg bringen will, das war ja sehr, 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 sehr inspirierend und sehr schön.